Herr Klingbeil. Genau, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Heute tagen Präsidium und Parteivorstand. Wir haben intensiv Themen, die beraten werden. Auf das Thema Transformation gehe ich gleich ein. Ich will aber beginnen mit dem Thema Russland-Ukraine, das wir heute Morgen auch besprochen haben. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat berichtet. Ich kann Ihnen nur aus den Gremien sagen, wir sind besorgt, was die aktuelle Lage angeht. Wir nehmen die Situation absolut ernst. Wir sehen, dass die russische Seite sich vorbereitet auf eine militärische Aktion, von der wir nicht wissen, ob sie stattfindet. Aber es kann in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden passieren. Und wir waren uns aber auch einig in den Gremien, dass solange es die kleinste Hoffnung gibt, dass es diplomatische Lösungen geben kann in diesem Konflikt, solange muss es ein maximales Engagement geben für den Frieden. Es ist auch nochmal von verschiedenen Stellen zum Ausdruck gebracht worden, dass wir dem Bundeskanzler sehr dankbar sind für sein pausenloses Engagement, zuletzt jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, viele Gespräche in den Tagen davor, der Besuch in Kiew, der Besuch in Moskau, heute Abend das erneute Telefonat mit Wladimir Putin. Olaf Scholz stimmt sich intern eng ab mit den europäischen Partnern und auch ist deutlich geworden auf der Sicherheitskonferenz mit den amerikanischen Verbündeten. Ich glaube, das Verhältnis Deutschland-USA und auch das Verhältnis innerhalb der NATO war lange nicht so gut und belastbar, wie es aktuell der Fall ist. Und dann eben doch die enge Abstimmung mit den europäischen Partnern. Wladimir Putin erreicht wahrscheinlich das komplette Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte. Er stärkt gerade die NATO. Er sorgt dafür, dass die NATO so etwas wie eine Revitalisierung auch erlebt. Sie erinnern sich alle dran, vor ein paar Jahren hat Macron die NATO mal mit dem Begriff Hirntod versehen. Donald Trump hat als amerikanischer Präsident die NATO ja auch in Frage gestellt. Aber das, was gerade passiert, ist eine enge Koordinierung, enge Zusammenarbeit im transatlantischen Verhältnis. Und auch das hat eine Rolle gespielt heute. Wir erleben eine Debatte über die Diversifizierung von Energiepolitik. Auch das sollte eigentlich nicht im Interesse von Wladimir Putin sein. Beides hat allerdings er mit seinem Verhalten erreicht. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen will, ist in der Tat das Thema Transformation. Das ist das, was wir uns als Parteivorstand, Saskia Esken, ich, die stellvertretenden Parteivorsitzenden, aber auch das ganze Gremium, was wir uns vorgenommen haben, als Schwerpunkt jetzt für die nächsten zwei Jahre. Der ganze Bereich der Transformation ist das große gesellschaftliche Thema, das Auswirkungen hat, Herausforderungen stellt an Gesellschaft, an Politik und Wirtschaft. Und wir wollen das Ganze programmatisch bearbeiten, sozialdemokratische Leitplanken auch setzen, immer verbunden mit der Frage, wie bringen wir die Menschen sicher durch den Wandel, der vor uns liegt. Wir haben heute im Parteivorstand diskutiert mit Daniela Cavallo, der Betriebsratsvorsitzenden, Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Volkswagen, und mit Christine Eisenschmidt, der Deutschlandchefin von Intel. Beide haben uns ihren Blick auf Transformation, auf die Frage, was muss passieren, gegeben. Und das haben wir dann munter auch diskutiert. Unser Land befindet sich in einem gewaltigen Veränderungsprozess. 250 Jahre hat die Industrie eine Erfolgsgeschichte beschrieben, basierend auf Öl, auf Kohle, auf Gas. Und das werden wir in den nächsten 25 Jahren jetzt ändern. Das Land klimaneutral zu machen, ist die große Aufgabe, die auch die Bundesregierung sich vorgenommen hat. Und für uns als Sozialdemokratie geht es um die Frage nochmal, wie bringen wir die Menschen durch diesen Wandel durch? Digitalisierung verstärkt diese Prozesse zusätzlich. Die Arbeitswelt verändert sich. Und für uns ist es wichtig, dass wir den Wandel, den wir ja wollen, dass wir ihn auch gestalten und dass wir das mit Zuversicht tun. Wir wollen als SPD, dass die Veränderungen, die vor uns liegen, zur Verbesserung für die Menschen werden. Und das ist das große Thema, was uns in den nächsten zwei Jahren beschäftigen wird und was auch heute im Parteivorstand eine große Rolle gespielt hat. Unser Anspruch ist es, dass die Transformation für alle funktioniert, für die Polizistin, die auf dem Land lebt, die aufgrund des mangelnden Nahverkehrs auf das Auto angewiesen ist und die Stadt pendeln muss. Sie muss funktionieren, die Transformation für die Familie, die zur Miete in der Altbauwohnung mit Ölheizung und alten Fenstern lebt. Sie muss aber auch funktionieren, die Transformation für die Beschäftigten in der Stahl- und Automobilindustrie. Also dieser ganzheitliche Blick ist der Anspruch, den wir als Sozialdemokratie haben. Und wenn ich von guter Arbeit rede und von Qualifizierung, dann will ich noch einen dritten Aspekt nennen. Transformation muss auch bezahlbar sein für das Alltagsleben der Menschen. Und das bringt mich dann zum dritten Punkt, den ich hier berichten möchte.
Wir werden am Mittwochmittag im Koalitionsausschuss zusammenkommen mit Grünen und FDP und über das Thema der Energiepreise beraten. Sie alle haben das in den verschiedenen Tagen, in den letzten Tagen mitbekommen. Das ist immer auch Forderung. Anke Rehlinger wird darauf gleich eingehen, aus verschiedenen Ecken der Sozialdemokratie auch gab, dass wir ein umfassendes Entlastungspaket jetzt auf den Weg bringen. Das wird das Thema am Mittwoch im Koalitionsausschuss sein. Auch andere beschäftigen sich ja mit der Frage von Entlastung, von Energieplänen. Ich kann Ihnen nur sagen, die einen fordern, wir handeln. Und das wird am Mittwoch dann im Koalitionsausschuss deutlich. Es stehen ja eine ganze Reihe von Maßnahmen gerade im Raum. Wir sind bereit, die EEG-Umlage vorzeitig abzuschaffen zur Mitte des Jahres. Den Heizkostenzuschlag haben wir bereits in der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Und weitere Maßnahmen werden wir dann am Mittwoch diskutieren und ich bin mir auch sicher, zu einem guten Ende bringen. Vierter Punkt, den ich ansprechen will. Im Parteivorstand haben wir den Aufruf verabschiedet zu Betriebsratswahlen. Das ist uns als Sozialdemokratie auch wichtig. Transformation funktioniert nur mit starken Gewerkschaften, mit starken Betriebsräten. Wir haben aufgerufen, dass in den nächsten Wochen sich alle aktiv an den Betriebsratswahlen beteiligen. Auch noch mal daran erinnert, dass wir gegen massive Widerstände der Union hier im letzten Jahr das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz durchgebracht haben. Also besserer Kündigungsschutz, Sanktionen, wenn die Arbeit von Betriebsräten verhindert wird, Absenkung des Wahlalters auch auf 16. Also wirklich vieles, was wir für Betriebsräte in der letzten Legislatur durchsetzen konnten. Und jetzt hoffen wir natürlich und rufen dazu auf, dass sich viele an diesen notwendigen Wahlen beschäftigen oder betätigen. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, auch ein Beschluss des Parteivorstandes, ein Beschluss zur Lohngerechtigkeit. Wir werden in dieser Woche im Kabinett, darauf sind wir sehr stolz, den Mindestlohn haben, die Anhebung auf 12 Euro. Wir sind Hubertus Heil dankbar, dass er das jetzt sofort in der neuen Regierung auf den Weg gebracht hat. Ein ganz wichtiger sozialdemokratischer Punkt. Wir haben aber auch in diesem Beschluss im Parteivorstand deutlich gemacht, dass wir ein Tariftreuegesetz einführen wollen. Auch das ist verankert im Koalitionsvertrag und wir werden uns dabei orientieren am Saarland. Das ist das Vorbild für dieses Tariftreuegesetz. Anke Rehlinger hat als Erste mit dafür gesorgt, dass Aufträge, die vom Land, von Stadt, von den Kommunen vergeben werden, dass sie an Tariflöhne gebunden sind. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich hier mit Anke Rehlinger heute stehe, die als stellvertretende Parteivorsitzende ja auch für das Thema Transformation, Wirtschaft, Energiepolitik mit zuständig ist und dort auch großen Einfluss nimmt auf die Debatten, die hier im Parteivorstand laufen. Darüber hinaus ist sie aber als starke Wirtschaftsministerin und als Spitzenkandidatin jetzt am 27. März bei der Landtagswahl im Saarland natürlich auch eine der wichtigen politischen Kräfte, wenn es jetzt darum geht, das Land zu verändern. Und ich hoffe natürlich, dass sie zur vierten sozialdemokratischen Ministerpräsidentin gewählt wird. Und das sage ich vielleicht auch nochmal. Wir haben alle dieses Bild von der Sicherheitskonferenz gesehen, wo die mächtigen CEOs um den Tisch rumsitzen. Wir haben heute mit zwei starken Frauen aus der Wirtschaft über die Transformation diskutiert. Wir haben drei starke Ministerpräsidentinnen in unserer Reihe und die vierte kommt dann am 27. März dazu.